12 Anzeichen, dass deine Nieren dringend Hilfe benötigen. Wenn deine Niere in Gefahr ist, werden sich in deinem Körper diese 12 Anzeichen bemerkbar machen. Jeder, der bereits an einer Nierenkrankheit erkrankt ist oder jemanden kennt, der Probleme mit den Nieren hatte, weiß, dass die Niere ein heimlicher Killer ist. Das Schlimmste daran ist, dass sich Nierenkrankheiten in der Regel erst dann bemerkbar machen, wenn diese bereits weit fortgeschritten sind. Der Patient befindet sich meist schon in einem kritischen Stadium, obwohl die Krankheit erst diagnostiziert wurde. Die wenigsten Leute wissen jedoch, dass es durchaus ein paar körperliche Anzeichen gibt, die uns einen Hinweis darauf geben, dass etwas mit unserer Niere nicht stimmt. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir lernen, die Hinweise unseres Körpers zu identifizieren und auch ernst genug zu nehmen. Für unseren Körper sind die Niere ein lebenswichtiger Filter. Unser Blut wird in der Niere gefiltert und gereinigt, bevor es hoch zum Herzen fließt. Unsere Niere verhindert dadurch, dass gefährliche Giftstoffe in unser Herz gepumpt werden. Ist diese Funktion der Niere beeinträchtigt, bleiben diese Giftstoffe im Körper und richten dadurch großen Schaden an. Folgende 12 Anzeichen weisen darauf hin, dass deine Nieren nicht mehr richtig funktionieren und Hilfe benötigen. Erstens: veränderter Urin. Wenn du plötzlich häufiger auf die Toilette musst, da du unter starkem Harndrang leidest, oder genau das Gegenteil der Fall ist und du kaum mehr auf die Toilette musst, könnte das ein Anzeichen dafür sein, dass deine Nieren nicht mehr richtig arbeiten. Außerdem verändert der Urin auch häufig die Farbe und wird viel dunkler, wenn unsere Nieren nicht mehr richtig arbeiten. Viele Menschen, die an einer Nierenerkrankung leiden, haben häufig das Problem, dass sie zwar starken Harndrang verspüren, dann aber nicht urinieren können, sobald sie auf der Toilette sitzen. Sobald du also eine Veränderung bemerkst, solltest du deine Toilettengewohnheiten beobachten und sofort zum Arzt gehen. Zweitens: Schwierigkeiten oder Schmerzen beim Urinieren. Wenn du beim Wasserlassen einen starken Druck oder gar Schmerzen verspürst, solltest du hellhörig werden. Häufig ist das ein Anzeichen dafür, dass eine Harnwegsinfektion vorliegt. Wenn eine Harnwegsinfektion früh genug bemerkt wird, kann man diese ohne Probleme bekämpfen. Wird sie jedoch zu spät entdeckt, können die Bakterien, die die Harnwegsinfektion verursacht haben, bis in die Nieren hochsteigen und schwerwiegende Probleme verursachen. Eine kranke Niere macht sich meist durch Fieber und stechende Flankenschmerzen oder dumpfe Schmerzen im unteren Rücken bemerkbar. Hier solltest du besonders wachsam sein, da diese Schmerzen häufig mit Bauchschmerzen verwechselt werden. Drittens: Blut im Urin. Das ist eines der Anzeichen, die man gar nicht übersehen kann. Leider ist dieses Symptom auch ein Grund, um sich Sorgen zu machen. Deshalb solltest du das niemals ignorieren. Denn Blut im Urin deutet darauf hin, dass die Nieren erkrankt sind. Da es auch ein Zeichen von Blasenkrebs sein kann, solltest du sofort zum Arzt gehen, um die Ursache abzuklären. Viertens: Schaumiger Urin. Du denkst jetzt vielleicht, dass viele dieser Symptome mit der Blase in Verbindung stehen. Jedoch ist die Blase so eng mit der Niere verbunden, dass bei einer Nierenerkrankung immer auch die Blase betroffen ist. Schaumiger Urin kann auf Eiweiß im Urin hindeuten. Ein typisches Symptom einer Nierenerkrankung. Fünftens: Schwellungen oder Ödeme. Wie gesagt, haben die Nieren die Aufgabe, unser Blut von Schad- und Giftstoffen zu reinigen. Wenn die Funktion der Nieren eingeschränkt ist, stauen sich diese Stoffe in unserem Körper an. Dadurch kommt es häufig zu Schwellungen an den Füßen, an den Knöcheln oder an den Händen. Auch das Gesicht kann dadurch aufgebläht und geschwollen wirken. Sechstens: Extreme Erschöpfung. Wenn deine Nieren ordnungsgemäß arbeiten, produzieren diese das Hormon Erythropoietin. Dieses Hormon hilft den roten Blutkörperchen dabei, Sauerstoff durch unseren Körper zu transportieren. Sobald deine Nieren nicht mehr richtig funktionieren, wird auch viel weniger von diesem Hormon ausgeschüttet. Das bedeutet, dass auch viel weniger Sauerstoff im Blut ist, was dich müde und träge macht. Siebtens: Schwindel und Konzentrationsstörungen.
Der Sauerstoff im Blut macht dich nicht nur müde und schlapp, sondern wirkt sich auch auf das Gehirn aus. Deshalb kann es sein, dass du unter Schwindelanfällen leidest und Schwierigkeiten dabei hast, dich zu konzentrieren, wenn deine Nieren nicht mehr richtig arbeiten. Denn wenn dein Gehirn nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird, wird es langsamer. Achtens. Frieren. Wenn du unter einer Anämie leidest, die durch eine Nierenerkrankung hervorgerufen wurde, kann es passieren, dass dir immer kalt ist. So kann es dir selbst im Hochsommer passieren, dass du frierst. Eine Nierenbeckenentzündung kann auch dafür sorgen, dass du unter Schüttelfrost und Fieber leidest. 9. Hautausschläge und Juckreiz. Wenn wir Hautausschläge oder Juckreiz bekommen, denken wir in der Regel sofort an eine Allergie. Die wenigsten wissen, dass das auch Symptome für eine Nierenkrankheit bzw. eine Niereninsuffizienz sein könnte. Hautprobleme wie Juckreiz und Ausschläge werden häufig durch eine renale Insuffizienz ausgelöst, die dafür sorgt, dass sich Abfall und Giftstoffe im Blut anstauen. Das führt wiederum zu Juckreiz und Ausschlag. 10. Ammoniak und Metallatem. Wenn die Nieren nicht mehr richtig arbeiten, steigt das Urea-Niveau im Blut an. Wenn das passiert, wird die Urea im Speichel zu Ammoniak zersetzt. Das sorgt dann dafür, dass unser Atem nach Ammoniak oder Metall riecht. 11. Übelkeit und Erbrechen. Wenn deine Nieren ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen können, wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Übelkeit und Erbrechen zu kämpfen haben. Da die Nieren die im Blut angestauten Abfall und Giftstoffe nicht mehr herausfiltern können, sucht der Körper nach einer anderen Möglichkeit, um diese nach draußen zu transportieren. Aus diesem Grund kann es dann zu Übelkeit und Erbrechen kommen. 12. Kurzatmigkeit. Wenn die Nierenfunktion stark eingeschränkt ist, kann es passieren, dass sich Wasser auf der Lunge anstaut, weshalb du dann das Gefühl hast, keine Luft mehr zu bekommen. Wenn du zusätzlich dazu an Anämie leidest, wird dein Körper viel weniger Sauerstoff zur Verfügung haben. Wenn sich ein oder mehrere dieser Symptome bei dir bemerkbar machen, muss das noch lange nicht heißen, dass du an einer Nierenkrankheit leidest. In den meisten Fällen stellt sich am Ende doch ein harmloser Grund heraus. So kann sich dein Urin zum Beispiel auch rot verfärben, wenn du viel rote Beete gegessen hast. Außerdem können diese Symptome auch auf ganz andere Krankheiten oder Infektionen hindeuten. Dennoch solltest du vorsichtshalber immer zum Arzt gehen, wenn du ein oder mehrere dieser Symptome bei dir festgestellt hast. Nur so kannst du sicherstellen, dass du auch wirklich gesund bist. Außerdem ist Vorsorge besser als Nachsorge und schwere Krankheiten können so bereits in einem frühen Stadium erkannt und geheilt werden. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt uns doch einen Daumen nach oben. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder.